Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RET V2. Wir machen heute einfach mal ein paar Kleinigkeiten, weil es hat sich eigentlich ziemlich viel angestellt, was wir machen müssen. Unter anderem müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen das Material von hier wegbringen. Dazu brauchen wir eine Kiste. A lot of soul. Und dann, Entschuldigung, ist ein bisschen laut. Eisen und Nickel. Eisen haben wir hier irgendwo. Kann man anders machen. Da, Nickel haben wir. Gut. So. Dazu wollten wir uns jetzt etwas Invar herstellen. Invar, und zwar die Thermal Expansion Variante im Induction Smelter. Zwei Teile Eisen, ein Teil Nickel. Zwei Teile Eisen, ein Teil 6, 7, 8. So. Gut. Zwei Teile Eisen, acht Teile Nickel. Rest gleich wieder hier rein. Zack. Zack. Weg ist es. Dann Zinn. Zinn. Silber, 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 Silber. Eisen, 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 Eisen. Kein Zinder. Kein Zinder. Na ja, gut. Komm. Schmeiß mir hier in irgendeinen Ofen rein. Hier. Zack. Mach mal. Genau, da haben wir die schon mal. Oh, Glas brauchen wir dann auch noch spezielleres. Weil wir wollten einfach mal ein bisschen das Material hier wegschaffen. Und das ist eigentlich relativ einfach mit einer Strongbox. Die einfache Strongbox ist nämlich Zinn um eine Kiste. Na komm her. Haben wir es jetzt. Ja. Haben wir. So, Kiste, dann Zinn, 1, 2, 3, 4, zack, da rein. Machen wir so. Dann kommt da, genau, eine Harden Strongbox raus. So, um die Harden Strongbox brauchen wir irgendein Glas. Glas, Hardenglas, Glowstone-Glas. Oh, haben wir Glowstone da? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Nein. Was haben wir denn? Reinforced, doch. War schon richtig. Thickened-Glas. Im Redstone-Furnace. Sandy-Glas. Haben wir alles nicht hier? Müssen wir nochmal kurz rüber schauen. Aber drüben haben wir mit Sicherheit irgendwas von dem Zeugs rumliegen. So. Einmal rüber. So. Haben wir zufälligerweise die Kiste sogar einstecken? Ja, haben wir. Glas. Glas, Obsidianglas, Thickenglas. 1, 2, 3, 4. So. Okay, das haben wir. Und das andere haben wir noch auf Tasche. Enderium Ingots. Jawohl. Passt. Damit haben wir nämlich eine Resonance Strongbox. Und der Vorteil dieser Strongbox ist folgender. Ich kann das Zeugs einladen, die Kiste abbauen und habe es dann quasi im Inventar. Geht theoretisch auch mit der Dolly aus. Lass mich jetzt nicht lügen. Der Dolly aus. Jabba, genau. Jabba war's. So. Die ist natürlich schon relativ groß.
machen wir hier mal ein kurzes Inventar-Cleaning. Inventar-Cleaning. Sehr witzig. So. Eisen. 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 Silber. Silber. So. Dann das, 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 so, da, das, das, das und das bitte auch. So, dann nehmen wir das und das noch mit. Also wie ihr seht, da geht einiges in die Kiste rein. Das und das. Das da. Und dann nehmen wir noch. Na, die Plastikbars lassen wir da. Tungsten lassen wir da. Platin, Iridium, das, 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 das. Der ist immer noch beim Verarbeiten. So. Haben wir doch schon so einiges mitgenommen. So. Klick, klick. So, wenn wir die uns nämlich jetzt im Inventar anschauen, wenn es hier ein bisschen ruhiger ist da vorne, ist es. Sehen wir. Shift for Details und das ist alles drin. Gut. Dann nehmen wir die einfach mal mit. So, dann kann man hier nämlich ganz bequem, ohne die schwere Dolly, hier rüber schippern. Und schippern und abladen. So, dann bauen wir die hier ab. Weil das wollen wir ja eigentlich gar nicht. So. Und packen die mal da hin. Und jetzt sehen wir, er holt sich die Inventarsachen alle raus. Da wird es langsam mehr. Jawohl. So muss das sein. Und leer. So. Und gleich wieder mitnehmen. Haben wir wieder alles dabei. Ich höre bloß wieder so ein Spinnengetier hier irgendwo rumkriechen. Böses Teil. So. So kann man natürlich relativ einfach viel Material von A nach B schaffen. So, schauen wir, was wir hier noch alles haben. Das ist nichts für da drüben, das ist nichts für da drüben. Hier mal reingucken. Da haben wir noch Tungsten-Ingots, da haben wir noch ein bisschen was zum Verarbeiten. Nether-Tungsten-Ohr. Kann man das nicht so ganz zufälligerweise? Da sehe ich noch eine Aufgabe für mich. Haha, da habe ich gerade noch was gesehen. So, nächstes Salpeter-Uhr. Hier nicht, hier nicht. Das, das. Pulverizer. Sollte uns eigentlich reichen im Normalfall. Ah, da kommt 16 raus. Im Macerator kommen auch 16 raus. Im Rock Crusher kommen 16 raus. Und Salpeter-Dust. Okay. Und das Zeugs kann man dann massakrieren, zentrifugieren, waschen, universalen Maserator. Jetzt gucken wir einfach mal uns den universalen Maserator an, weil das ist ja wirklich ein cooles Teil von Greg. Muss man ja tatsächlich sagen. Automat Universal. Das ist nämlich ein Maserator und Pulverizer und Rock Crusher in einer Maschine. Aber da sehe ich schon Titaniumplatten. Ich weiß gar nicht, ob wir Titan da haben. Das wäre kein Problem. Das da hier ist Diamond, Steel, 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 Diamond. Der mit seinem scheiß industriellen Diamanten hier. Kann man da keinen normalen nehmen? Ach ja, nee, den lassen wir mal. Aber ich stehe auf große Maschinen. Große Maschinen sind gut. Deswegen stellen wir uns hier nochmal eine große Maschine hin. Und zwar, da vorne hätte ich gesagt. Nehmen wir uns mit einer Energiezelle. Haben wir momentan noch ein paar übrig. Was haben wir denn hier? Wir haben noch Sodalite. Sodalite. Rock Crusher. Universal Maserator. Grander. Halt. Wie werden die? 50% Sodalite Ohr. Komm. Die packen wir da hinten noch mit rein. Außerdem sollte ich das da hinten mal ausschalten, hätte ich gesagt. Ah, läuft ja alles noch. Die Turbine ist aus.
Und du hast 500 Gigajoule und entlädst. Naja, gut, okay. Im Moment hast du auch was zu tun. So, wie sieht's mit dir aus? Tinflix. Okay. Gut. Das können wir natürlich auch gleich machen, wenn wir schon mal dabei sind. Dann machen wir das nämlich folgendes. So. Das ist nämlich ein wunderbares Transportmittel, muss man echt dazu sagen. So, einmal hier dann runter. So, dann schnappen wir uns nämlich von hier aus der Kiste alles an Eisen, alles an Kupfer. Alles, was wir quasi drüben verarbeiten müssen. So, dann schnappen wir uns hier noch das Zinn und ja, das Zinn. Taschen vielleicht vorher leer machen sollen, aber egal. Kupfererz. Das. Komm, pack mal alles da rein. So. Cadmium, Osmium. Der Rest kann zum Großteil sogar schon wieder ins Hauptgebäude. Ach, da haben wir noch was. Blei, Gold, Silber. Die Sands und das Petroleum können wir auch mitnehmen, weil das schmeißen wir drüben in die Distillerie. Anders kann man das nämlich leider nicht verarbeiten. So, 1, 2, 3, 4. Wenn wir hier nochmal gucken, Oily Sands, kann man direkt als Fuel verwenden. Oder eben, oh, kann man sogar hier. Ich bin begeistert. Oil Sands zu Oil Cell. Dann sollte man mit dem Sand mal ein bisschen Obacht geben. Und Petroleum? Ne, Petroleum. Auf jeden Fall. Das Petroleum können wir auf jeden Fall so verarbeiten. Die Oil Sands sollte man uns nochmal ein bisschen übrig lassen. So, was haben wir hier noch so? Bisschen anderes Graffel. Also Platz an meiner Kiste. Naja. Eigentlich noch genug, aber zum Verarbeiten haben wir dann nichts weiter. Da haben wir noch Sand, Gravel, Tracks. Da unten haben wir auch noch ein bisschen was, was ich mitnehmen könnte. Nee, das lassen wir jetzt mal hier. So. Dann machen wir hier mal einen auf den da. Und den da. Damit kann man nämlich echt viel durch die Gegend schleppen. So, und einmal hier ab. Und dann können wir das Ganze da hinten alles in die Verarbeitung reinpacken. So, Osmium, rein mit dir. Kupfer, rein mit dir. Zinn. Rein mit dir. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. So. Und dann noch das. So. Alles hergeschafft. Jawohl. Dann haben wir hier noch das da. Und wie wir gerade festgestellt haben, die Sande sollten wir nicht verarbeiten. Aber das Petroleum ja. Was ist mit dir los? Ach. Ist der Tank voll? Nö, eigentlich nicht. Dieselfuel? Und warum pumpst du nicht ab? Den Oily Sand packen wir da mal rein. Ach, übrigens haben wir noch Fluidducts, Rebars, ein Gate. Das hat hier überhaupt nichts zu suchen. Eine Ender Pouch. Eigentlich auch nicht. Gut. Aber warum machst du nicht weiter? Weil der Diesel voll ist. Ja. Und warum ist der Diesel voll?
Weil da oben was fehlt. Da wird ein Fluiduct. Ja. Ich hab's doch einstecken sogar. So. No. Hier hin. So, kannst du voll pumpen. Genau. Das Problem ist natürlich ein bisschen, mit dem Dieselfuel kann man nicht so extrem viel anfangen. Aber das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. So. Weil es wäre natürlich schön, wenn man den verbrennen könnte. So, Dieselfuel. Da haben wir Diesel Wooden Bucket. Oh, können wir sogar. Liquid Fueled Firebox. Oder eine Combustion Engine. Das ist doch okay. Das ist doch okay. Hier, Liquid Fueled Firebox und Combustion Engine. Damit kann man das Zeug schon mal verarbeiten. Liquid Fueled Firebox. Klingt nach einem Plan. So. Du arbeitest. Ja. Das ist okay. Weitermachen. Plastik. Weitermachen. Genau, die Dieselkanister kann man nämlich direkt auch da reinwerfen. Das ist schön. So. Genau, bei dem Ethanol hat sich auch was getan. Packen wir mal ganz kurz hier mal diese Ethanol-Crystals rein. Na, was ist denn los? Da sind sie. Gehen wir mal ein Stückchen vor. Das wird ein bisschen ruhiger. So, eigentlich sollte man die nämlich im Magma Crucible zu... Was? Zu Jet Fuel? Das glaube ich nicht. Wisst ihr was? Das probieren wir gleich mal aus, ob da wirklich Jet Fuel rauskommt im Magma Crucible. Magma Crucible. Bitte den Ausgang mal ausmachen. Ethanol kommt da raus. Und dieses Ethanol? Ethanol. Blaues Ethanol. Ethanol. Hier. Ethanol. Uses. Okay, super. Was machen wir jetzt mit dem Ethanol, was da drin ist? Verdammt. Nochmal 5. Können wir es danach auf jeden Fall in ein Bucket reinschütten. Weil da ist gerade leer. Ja. Eigentlich sollte man dieses Ethanol nämlich wieder weiterverarbeiten können, beziehungsweise sollte man das Ethanol hier verbrennen können in irgendeinem Engine. Weiß ich aber nicht mehr genau, welche das war. Ja, ich werde nochmal forschen. Ich werde nochmal forschen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch. Hier müssen wir immer ein bisschen verschönern, umbauen, irgendwas machen. Sieht alles scheiße aus. Alles scheiße. Ja. Hier hinten. Alles durch. Passt. Du bist aus. Passt auch. Du bist aus. Passt auch. Dann können wir dich nämlich hier wieder ausmachen. Genau. Irgendwas zu mitnehmen, irgendwo hinbringen. Ja. Hat man ein bisschen Charcoal. Kohl. Was wir da alles rumliegen haben an Material ist ja echt böse. Immer noch Fluidux. Ach komm, lass die Fluidux hier liegen. Mach keinen Affen draus. So, da haben wir noch ein bisschen Uran und das ganze Zeugs. Könnte man ja auch mal wieder mit einer Runde Jet Fuel versorgen. Dann kann der ja noch ein bisschen weiterarbeiten. Zufälligerweise ein Tank dabei. Zufälligerweise. Na gut. Lubricant. Jet Fuel.
So. Den hier hin. Ich stehe hier verkehrt, hä? Ah, verdammt. Da muss er hin. Input. Servo. Haben wir sogar einen da? Cool. Servo. Und füllen bitte. Genau. Dann können wir den nämlich auch gleich nochmal anwerfen. Und dann haben wir demnächst noch eine ganz wichtige Sache vor. Und zwar müssen wir uns ein bisschen mit Ender.io beschäftigen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Da müssen wir ein ganz kleines bisschen was aufbauen. Und ganz viel Material durchjubeln. Weil wir haben da was Großes vor. Ja, aber ihr seid ja nichts anderes von uns gewohnt, ne? So, wir gehen uns jetzt ein bisschen was davon flöten. Egal. So. Die Dreckpatzen wieder hin. So. Gut. Dann packen wir das nämlich gleich mal dahin. Und geben der Zentrifuge hier noch ein bisschen Drehzahl. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit. Hast du Wasser von unten? Ja, hast du. Wie gesagt, ich habe hier umgebaut ohne Ende und es kann durchaus schon mal passieren, dass man hier irgendwo Wasser vergisst. Okay. Pulse Jet Fuel Furnace. Wofür hatte ich denn den verwendet? Keine Ahnung. War irgendwas Wichtiges. Stacks, ne, da hast du ein bisschen was zu tun. Du bist noch nicht auf Drehzahl, ne? Nein, noch nicht. Jetzt solltest du aber auf Drehzahl sein, dachte ich. Oder brauchst du 256.000? Wie war denn das nochmal? Wisst ihr das noch? Ja, der braucht noch ein bisschen. Na gut. Der Tank ist schon wieder leer. So, wie lange läufst du jetzt damit? 30 Minuten. Na ja, gut. Kannst laufen. Nicht so dramatisch. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was dran ändern. Das gefällt mir so nicht. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Aufräumen, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kann denn das wahr sein? Ich habe tatsächlich den Faden verloren. Genau, das Ethanol, das haben wir geguckt. Da wissen wir nicht so genau, wie es funktioniert. Da muss ich nochmal gucken. Also übrigens hier schon wieder durch unsere Steve's Factory Manager komplett nachgefüllt. Super. Ja, Jetfuel können wir dann wieder mal bei Gelegenheit ein bisschen bauen. Was haben wir hier noch? Das ist nichts mehr. Ja, was zum Mitnehmen? Auch nicht mehr. Nö. Nö, nö. So. Hier noch irgendwo was zum Mitnehmen? Oh ja, da. Habe ich die Strongbots? Ja, habe ich einstecken. Sehr gut. So. Dann wollen wir mal gucken. Da haben wir hier noch ein bisschen Stahl. Osmium-Ingots, genau, da können wir jetzt einfach mal hier ein bisschen einladen wieder. So, Kiste, Kiste, Kiste. So, dann nehmen wir uns mal die Iron-Ingots. Lassen wir die hier, nehmen wir die mit. Ach, den Steel, das nehmen wir mit. Osmium nehmen wir mit. Genau. Das lassen wir da. Das lassen wir da. Das lassen wir da. Gut. Osmium haben wir gesagt, nehmen wir mit. Stahl, das nehmen wir mit. Dann schauen wir mal hier. Genau. Das Holz können wir mal mitnehmen. Das kann nicht schaden. Hallo? Dich auch.
So, schauen wir mal, was wir mit dem Sawdust machen können. Eins. Ah, da können wir die Cardbox bauen, okay. Als Fuel kann man das Ding verwenden. Im Compressor kann man Woodplates draus machen. Und die kann man mit 4 KEU am Generator verwenden. Okay. Schauen wir mal. Als Fuel. Okay. Wisst ihr was? Dann nehmen wir das auch gleich mal mit. Genau. Dann packen wir das auch gleich mal in den Kompressor rein, bevor das hier rumoxidiert. Genau. Was weg ist, ist weg. So. Und hier haben wir noch Oakwood. Dass wir hier. Ah, infernalische lärmende Maschinen. Da haben wir nichts mehr drin, da haben wir nichts mehr drin. Da haben wir noch ein paar Eisplatten drin. Nehmen wir auch gleich mit, mal ein bisschen hier aufräumen. Boah, ist das Ding laut. Heieieiei. So. Und dann schauen wir nochmal gleich in die Kiste rein. Was wir noch so alles haben, bevor wir es ans AE-Netzwerk anschließen. Nicht, dass wir da uns irgendeinen Scheiß importieren. So. Aufmachen. Genau. So. Hier hin. Oh. Ja, das war natürlich zu früh gefreut. So. Komm her. Da müssen wir da rüber. Gut. Kompressor. Ah, da haben wir noch einen Lapisblock. So, stellen wir mal die Kiste daneben. Gut. Und dann 2 Stacks da rein. Ach, der macht gerade Wood Pulp draus. Okay, ist egal. Hopper, haben wir zufälligerweise sowas. Zufälligerweise haben wir sowas dabei. Die Frage ist, ob das natürlich funktioniert überhaupt. Schaut nicht gut aus. Wäre ja auch zu einfach. Wobei, kann durchaus schon sein, dass es funktioniert. Okay. Scheint doch zu funktionieren. Gut, dann nehmen wir hier noch die restliche Woodball und packen sie da rein. Noch was drin? Nein. So, den Stahldust nehmen wir raus. Weil den müssen wir noch brennen. Und dann haben wir doch, glaube ich, auch wieder ganz viel heute erledigt. Es war echt nur so Kleinkram und so ein Graffel und Zeugs und war, ich weiß. Aber das muss auch mal sein, ne? So, laden wir das dann mal aus. Oakwood, Osmium Ingots. Jawohl. So. Und es regnet, es regnet. So. Und dann werde ich mal mein Inventar noch ein bisschen aufräumen. Das müsste man mir nicht mit angucken. Und hier noch weiter fröhlich an den Kisten rumarbeiten. So. Genau, jetzt kannst du hier in Ruhe mal arbeiten. Und kannst dann noch ein bisschen Stahl produzieren. Ja, da. Kommt. Wunderbar. So, wie gesagt, ganz viele Kleinigkeiten, ganz viel Graffel, ganz viele komische Sachen und das Ganze alles rund um so eine kleine Strongbox. Aber wir werden uns dann beim nächsten Mal um wieder ein paar andere Themen kümmern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.